Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video werde ich dieses spannende Rätsel lösen. Wir haben hier viele Rechtecke. Bei 5 von ihnen ist der Flächeninhalt bekannt. Und bei diesem Rechteck ist der Flächeninhalt gesucht. Und bevor ich mit dem Lösen beginne, stelle das Video auf Stopp und versuche das Rätsel selbst zu lösen. Schaffst du das? Dann beschreibe deine Lösung und deinen Lösungsweg in den Kommentaren. Beim Lösen von diesem Rätsel werde ich folgenden Trick benutzen. Ist ein Rechteck beliebig in 4 kleinere Rechtecke aufgeteilt, so wie hier? Ich nenne jetzt jeweils den Flächeninhalt als A1, A2, A3 und A4. Dann gilt folgendes. A1 mal A3 gleich A4 mal A2. Warum gilt das eigentlich? Ich nenne die Seiten A, B, C und D. Setze in die Gleichung ein. Der Flächeninhalt A1 gleich A mal C. A3 B mal D. A4 A mal D und A2 B mal C. Und wir haben wie auf der linken Seite als auch auf der rechten Seite den gleichen Rechenausdruck. Diese Multiplikation über Kreuz der Flächeninhalte werde ich beim Auflösen vom Rätsel benutzen. Ich schreibe zuerst 24 an der Seite, weil ich hier eine zusätzliche Aufteilung dieser Fläche vornehmen möchte. Jetzt habe ich hier ein Rechteck mit der Aufteilung wie rechts. Diese Fläche nenne ich x. Also multipliziere ich die Flächen über Kreuz. X mal 18 gleich 12 mal 9. Jetzt muss ich nur noch diese Gleichung lösen. Man kann hier zum Beispiel durch 9 beide Seiten teilen. X mal 2 gleich 12 geteilt durch 2, x gleich 6. Jetzt kann ich 6 anstelle von x schreiben. Und da die ganze Fläche 24 ist, ist die obere Fläche 24 minus 6, 18. Ich nenne die gesuchte Fläche y. Und jetzt werde ich das große Rechteck folgend aufteilen. Ich markiere meine Aufteilung mit Rot. Somit habe ich das große Rechteck in 4 Rechtecke aufgeteilt, 18, dann nochmal diese 2 Flächen, diese 3 Flächen und die Fläche mit dem Flächeninhalt 42. Jetzt schreibe ich die Gleichung, ich multipliziere über Kreuz 18 mal, in Klammern 9 plus 18 plus y gleich, und jetzt wieder über Kreuz 6 plus 12. Multipliziere ich mit 42 . Jetzt vereinfache ich ein wenig in der Gleichung, also in der Klammer 9 plus 18 ergibt 27 und hier in der Klammer 18 und dann mal 42. Ich dividiere die ganze Gleichung durch 18, bekomme 27 plus y gleich 42, ziehe von beiden Seiten 27 ab, y gleich 15. Also die gesuchte Fläche ist 15. Hier ist die Einheit nicht angegeben, man kann sagen 15 Einheiten. Ich hoffe, dass dir mein Video gefallen hat und falls du dieses Rätsel gelöst hast, schreibe, was du bekommen hast und wie du zur Lösung gekommen bist.
An dieser Stelle verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zu den nächsten Videos.